Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mal wieder mein Fullface Beauty Boxen und das ist jetzt dieses Mal für den Monat Juni. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, wie gut oder wie nicht gut die Produkte aus den Beauty Boxen des Monats Juni waren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ja aus diversen Boxen die ganzen Produkte zusammengetragen. Abo-Boxen, aber auch so Special-Boxen. Ne? Diese Glossy-Box Abstraction ist hier auch noch mit am Start, die Purish mit Maxim-Box, die Pride-Month-Box ist quasi hier auch noch mit drin. Jo, und dann würde ich einfach mal sagen, wir starten. Ich habe manchmal so Auswahlprodukte, das heißt, ich habe dann von einer Kategorie drei Produkte, wo ich aber nur zwei Gesichtshälften habe. Zum Beispiel ist es bei den Primern so. In der Glossy Box Abstraction hatte ich nämlich von Hey Honey dieses Good Morning Honey Silk Facial Serum drin mit 10 Millilitern. Genau, ne, das kannst du halt auch als Primer verwenden. Dann hatte ich in der Purish Box mit Maxim den Nabla Angel Aura Primer, genau. Und von der Insta-Box habe ich hier von Kies Soul Care Let Me Glow Illuminating Serum. Auch das kannst du als Primer halt mitverwenden. Ne? Auch da 5 Milliliter drin. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 3. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 3. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Okay, dann haben wir jetzt heute den Hey Honey Primer und den Kies Primer, was ja eigentlich in dem Sinne beides eher Illuminating Serien sind. Den Angel Aura Primer habe ich eigentlich auch mit euch zusammen schon getestet. Der ist sehr, sehr gut. Ich wurde auch schon gefragt, warum ich den nicht bei meinem Lieblingsprimer mit aufgeführt habe. Nur ja, weil ich den halt auch erst wirklich seit einem Monat habe, noch nicht mal. Und da möchte ich halt jetzt noch nicht von einem Liebling sprechen. Jetzt nehme ich hier einmal den Hey Honey-Gedönsen hin. Au, da ist irgendwas Pieksiges außen drum zu. Wir sehen auch hier, das ist so eine gelblich-gelige Geschichte. Mit einem leicht frischen Duft. Und es spendet auf jeden Fall Feuchtigkeit, sodass es halt nach Glow aussieht, ne? Dann nehme ich jetzt für die andere Seite das Kies Illuminating Serum. Das ist irgendwie leicht eingefärbt. Ich glaube sogar, dass dann da auch Schimmerpartikel wohl drin sein könnten. Das ist deutlich stärker parfümiert und riecht eher nach einem Parfüm. Beim Einarbeiten oder Einreiben ist es ja viel mehr, wird es deutlich schneller fester. Ne? Also hier habe ich jetzt im Prinzip ähnliche Hautgefühle, aber das hier ist schon länger drauf. Also muss ich wirklich sagen, wenn ich jetzt wirklich ein Serum suchen würde, was meine Haut ein bisschen kühlt, sehr viel Feuchtigkeit spendet, würde ich wahrscheinlich erst eher zu dem Hey Honey Serum greifen. Aber es sieht beides sehr schön aus. Ich verlinke euch die ganzen Produkte natürlich auch unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Als Foundation hatte ich jetzt gerade erst in Trashy Saurus von Maybelline die Dream Radiant Liquid drin und das ist in der Farbe 01 Natural Ivory. Da haben wir einmal diese Schätzelein und da bin ich einfach gespannt, wie das so auf meinem Gesicht wird. Denn ich mag ja die Dream Satin Liquid total gerne. Farbtechnisch ist die ein bisschen dunkel für mich, aber könnte auf jeden Fall klar gehen. Ich nehme jetzt hier Pinsel, die ich auch mal irgendwann in Boxen drin hatte. Der ist jetzt hier von Fräulein B und arbeite das erstmal mit einem Pinsel in mein Gesicht ein. Und nehme mir dann zum Einarbeiten einfach ein angefeuchtetes Schwämmchen. Wir haben eine leichte Deckkraft und die Farbe 01 ist für mich ein Tick zu gelb und dementsprechend ein Tick zu dunkel. Es kann gut sein, dass wenn mein Gesicht dann jetzt im Laufe des Sommers ein bisschen bräuner wird, dass die Farbe dann auch besser passen wird. Ne? Deswegen, joa. Ne? Also vom Finish her gefällt die mir richtig gut. Funktioniert auch schön mit den Serien, ist es dann ja im Prinzip zusammen und nicht mit den Primern. Ne? Doch, schönes Ergebnis, schöne Basis vom Ganzen. Dann verwende ich als nächstes einen Concealer. Auch den habe ich aus Trashy rausgenommen. Das ist von Maybelline, der Fit Me. Und den habe ich in der Farbe 05 hier. Genau, der ist auch relativ hell. Sieht aber irgendwie echt gut aus. Oh ja, der ist wirklich ziemlich hell. Vor allem jetzt in Relation mit der Foundation. Das kann man nicht anders sagen, ne? In der Regel verwendet man Concealer ja vor allem unter den Augen. Und da, finde ich, passt der farblich auch. Einen ganz kleinen Tick ist der vielleicht müh zu hell. Würde ich jetzt aber auch nicht allzu sehr sagen, ne? Ich finde den sehr trocken. Also der ist jetzt überhaupt nicht shiny piney, der ist matt.
Genau. Und hat auch hier eher eine mittlere Deckkraft. Also leicht würde ich es nicht nennen, weil man sieht ja schon was, aber es ist eher eine mittlere Deckkraft. Aber jetzt für den Sommer, wo ich auch gar nicht so super viel abdecken möchte, ist das in Ordnung. Was meint ihr? Ich finde den schön. In der Fairy Box hatten wir dieses total verrückte Schätzelein drin. Da gab es ja dieses Petite Fée oder Périphée Kinderschminke-Set auch mit drin. Peri Cosmetics, genau. Da habe ich hier nämlich ein Rouge drin enthalten in der Farbe Shimmering Pink. Und das möchte ich mir dann natürlich auch gerne als Rouge, als Blush quasi auftragen. Der scheint sehr, sehr fest zu sein. Oh ja, okay. Verteile ich mir da mit dem großen Pinsel einfach mal. Was macht dieses Produkt? Naja, also es gibt schon einen kleinen Effekt, ne? Also es macht einen leichten Blush-Effekt, aber es ist halt auch Kinderschminke, ganz offensichtlich, denn es trägt die Foundation auch so ein bisschen ab. Seht ihr das? Also ich sehe das hier vor allem da an der Stelle, aber ich sehe das eigentlich komplett, ne? Naja, also könnte ich jetzt auch drauf verzichten, um das mal ganz ehrlich zu sagen, ne? So, jetzt habe ich hier so ein Blush, was ja quasi eigentlich ein pinker Highlighter ist. Ich würde es jetzt als Blush-Lighter verwenden. Hatten wir in der Purish Mystery Box drin. Pink Lynx ist hier die Farbbezeichnung. Übrigens im Juli wird es auch wieder eine Mystery Box geben. Stay tuned, Leute. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Genau, hier mache ich das tatsächlich dann aber nicht direkt aufs Gesicht, sondern ich gebe mir das auf meinen Handrücken und zack, dippe dann nur so ein bisschen mit der Spitze rein, weil ich nicht jetzt so super viel Produkt dann hier so auftragen möchte. Und das trage ich mir hier so an der oberen Blushkante hochgehend auf. Wisst ihr, was ich meine? Ganz verrückt. Also es macht einen Effekt, aber wirklich einen sehr subtilen. Das ist jetzt nicht so, als würde man von dem Produkt angesprungen werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele mögen werden. Also wenn ich jetzt hier nämlich einen Highlighter oder einen Blushlighter hätte, wo man hier mega krass Glitzer sehen würde, gut, die gibt es ja auch in anderen Farben, ist es dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger anzuwenden. Aber jetzt so in der Art und Weise, wie ich das jetzt gemacht habe, kann ich mir sogar vorstellen, dass ich mir das nicht jetzt auftrage, sondern später dann, nachdem ich auch schon abgepudert habe, ne? Wisst ihr, weil ich mache ja auch nachher noch Puder drüber. Aber das hier hat so einen schönen Glow, der eher so ein Glanz ist und nicht halt so ein Glitzer, sodass das tatsächlich auch gut durchgehen würde für über meiner Puderbase, ne? Dann gönnen wir uns doch mal ein Puder und das war so ähnlich in der Glow Goodie Bag halt drin von Essence, das All About Matte. Und hier habe ich das halt in der Kooperation mit Julia Beautics, also quasi die Limited Edition, ne? Und ja, das ist halt ein weißes Puder, also quasi eigentlich transparent, aber es ist auch leicht auffällend. Und da gehe ich jetzt mit einem Pinsel von Parsa rein. Der ist nämlich auch vorne ein bisschen spitzer, damit komme ich auch schön unter meine Augen. Und gebe mir das einfach so leicht über meine komplette Base. Und zack, jetzt passt auch meine Foundation zu meinem Körper, also auch zu meinem Hals. Es hat ein bisschen abmattiert natürlich, ist klar. Aber es wird sich ja auch gleich mit dem Fixing Spray und so alles ein bisschen besser wieder verbinden, ne? Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass der Glow definitiv noch durchkommt, also von dem Blushleiter. Ja, und mir gefällt mein Hautbild auch. Also es sieht wirklich gut aus. Also auch die Foundation hat alles super gemacht. Da kann ich mich nicht beschweren. Definitiv, ne? Dann habe ich noch von Kinder Beauty, wo warst du denn mit dabei? In der Glossy Box Abstraction, diesen Bronzer. Den hatten wir jetzt schon öfters mal irgendwie in Boxen mit drin. Mist, ich wollte eigentlich mit dem Jacquemob quasi abpudern. Das habe ich vergessen. Und ich wollte eigentlich auch ein anderes Puder für unter die Augen nehmen, nämlich das Set and Refresh von Love. Mist. Oh nein. Aber eigentlich bin ich jetzt. Komm, wir machen das jetzt noch. Das einfach mal on top. Was soll der Falschgeiz? Ich nehme jetzt hier nämlich dieses Set and Refresh von Love. Das war in der Purish Mystery Box drin, genauso wie der Jacquemob, also quasi das Multifiber Multi. Da, nein, das doch Multifiber Multitool von Jacquemo Cosmetics von Maxine. Mist. Ich meine, ich habe das Puder auch schon mal verwendet mit euch zusammen. So ist das ja nicht, ne? Trotzdem gehe ich jetzt hier einfach mit der Spitze rein. Ich bin so ein Horst manchmal, ich sag's euch. Das ist nämlich auch so eine leicht kühlende Geschichte, worauf ich mich eigentlich voll gefreut habe, aber ich habe es hier irgendwie verbuddelt quasi. Und das gibt man sich einfach so unter die Augen und du merkst einfach direkt, wenn du es so ansetzt, dass es kühlend ist. Und man denkt sich erst, hä, ist mein Produkt hier, also mein, ne, Auftrage, Vieh, Achtung Träger, jetzt nass? Nie. Es ist tatsächlich das Puder, was sich halt so feucht anfühlt und das finde ich schön.
sehr, sehr angenehm, gerade jetzt halt im Sommer. Das hat einen richtig schönen Weichzeichner-Effekt. Ach, ich äumel, hab's einfach vercheckt. Ja gut, ne? So, jetzt habe ich es aber nochmal aufgetragen. Und mir persönlich gefällt halt auch einfach diese leicht peachfarbene Einfärbung, die das Produkt hat, ne? Ja, ja, guten Morgen. Manchmal sind wir ein bisschen vergesslich hier in diesem Hause. Läuft. Okay, auf jeden Fall. Cooles Puder. Jetzt habe ich hier irgendwo ein Haar. Ich gehe jetzt weiter zum Bronzer. Mensch. Auch da verwende ich den Pinsel, den ich eben schon verwendet habe. Wie gesagt, in der Glossy Box Abstraction war der mit drin. Sieht vom Pressing auch ein bisschen aus wie der Physicians Formula Butter Bronzer. Lade ich hier meinen Pinsel ein bisschen auf, klopfe ein bisschen ab und trage mir den dann einfach als Bronzer, also als Gesichtsaufwärmungsprodukt auf. Jo, jetzt habe ich mein Gesicht ein bisschen aufgewärmt und ich finde, es gefällt mir. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht für manche zu hell sein könnte, vielleicht für manche auch ein Stück weit zu warm, weil er ist sehr, sehr warm. Also für einen Bronzer ist er wirklich sehr, sehr warm. Ne? Aber Bronzer sind ja sind ja eigentlich dafür da, um Gesichter aufzuwärmen. Ich finde ihn auf jeden Fall cool, also schön. Und jetzt habe ich hier noch ein Produkt, das hatte ich in dem Treasuresaurus. Mein Freund ist im Hintergrund am Rumwuseln. Ja, von und zu. Machst du. Von Eveline Cosmetics Feel the Blush Color Sculpting Professional Formula in der Farbe 03 Orchid. Bekommt ihr bei Cosmetic for Less und da könnt ihr mit Claudi 15 auf alles 15% Rabatt bekommen. Geht gerne über den Link in der Infobox. Das ist halt ne, ein Affiliate-Link. Und der Code ist nämlich nicht affiliated, aber vielleicht möchtet ihr mir eine Freude machen, dann könntet ihr mir auf jeden Fall durch den Link helfen. Auf jeden Fall habe ich den schon geswatcht gehabt und der ist halt gar nicht so intensiv gewesen wie jetzt hier halt im Fännchen beim Swatchen, aber vielleicht auf der Haut, man weiß es nicht. Ich habe es jetzt auf den Pinsel gegeben und schau mal, ich glaube, es ist auch ein matter Blush. Schöne Farbe, ne? Ja, ne? Schöner Blush. Jetzt habe ich noch einen Highlighter, den habe ich mir letztens bei Beauty Bay gekauft, habe ihn aber noch nicht ausprobiert. Und zwar ist es von Wet n Wild Fantasy Makers, ich glaube eine Limited Edition ist das gewesen, Halo Effekt. Da bin ich gespannt, wie krass dieser Halo Effekt sein wird. Da nehme ich mir auch einen Highlighter-Pinsel für. Da sind so schöne Sternchen drin. Seht ihr das? Das sieht so seidig aus. Oh. So. Ja, mal gucken. Weil normalerweise diese Wet n Wild Highlighter sind mir immer zu dezent. Guck mal, ich sehe einfach nichts. Ich gehe jetzt mal intensiv durch. Nicht abklopfen tatsächlich. Jetzt kommt was. Aber gar nicht mal so intensiv, ne? Und das ist halt eine ziemliche Glitzerbombe. Also nee, den finde ich nicht schön. Ich weiß nicht. Nee, den finde ich wirklich nicht schön. Schade, schade. Bei dem Augenbrauenfarbenprodukt habe ich jetzt nichts Neues, da nehme ich den, den ich aktuell in Anwendung habe von Glam Shop. Es ist einfach dieser Augenbrauenstift in Blond oder in Hellbraun, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich verlinke es euch, wie gesagt, alles in der Infobox. Augenbrauen sind am Start und jetzt möchte ich das Ganze fixieren in der Glossy Box Abstraction. Hatten wir mal wieder. Drin von Kryolan, das Eyebrow Forming Gel. Das ist jetzt nicht so, irgendwie bin ich gerade dunkel, aber ich habe lichttechnisch gerade nichts geändert, egal. Hallo. Hallo, Kamera. Und in der Look Fantastic Beauty Box hatten wir von Ayeko das Brow Gel in Clear. Also 4 ml sind das hier, ne? Reim. Hallöchen, Popöchen. Quasi, ja, in durchsichtig. So. Dann hatte ich in der Purish Mystery Box die Luna Beauty Nude Prism auch wieder mit drin. Da habe ich euch auch ein komplettes Video zu abgedreht. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Eine ganz, ganz tolle Lidschattenpalette. Ne? Und ich weiß nicht, ob es die Mystery Box in der Pride Edition noch gibt. Ne? Schaut, wie gesagt, einfach gerne in der Infobox vorbei. Dann hatte ich in der Box, Tasche, Glow Goodie Bag von Catrice, die Daring Nude Eyeshadow Palette. Und da ich gleich super krasse Augen-Topping-Produkte habe, wollte ich damit einfach so eine kleine Basis mir schminken. Ich habe die auch noch gar nicht verwendet und das machen wir jetzt einfach mal. Die Töne haben leider keine Namen. Das ist echt schade Schokolade. Das heißt, ich gehe jetzt zuallererst in diesen knochenfarbenen Ton rein mit so einem fluffigen, abgeflachten Pinsel. Einfach um dem Auge noch so ein bisschen mehr Setting zu geben. Dann verwende ich diesen Taubton, das ist dieser hier, einfach um so ein bisschen meine Lidfalte zu vertiefen und da so eine Art Schatten zu kreieren. Verbinde es auch hier außen, aber nur ein ganz kleines bisschen.
Taritara, die Post ist da. So, dann nehme ich mir jetzt einfach so einen Ton für unter den Wimpernkranz. Dann nehme ich dieses Dunkelbraun. Ich glaube, ich mache das besser mit einem Point Brush, ne? Ja. Hier aber auch nur, um so ein bisschen Definition mit reinzubringen. Und dann arbeite ich jetzt nämlich erstmal mit den anderen Produkten weiter, denn ich habe in der Purish Mystery Box mit Maxim geile Produkte drin gehabt. Ei, ei, ei. Ich sag's euch. Zuallererst habe ich hier von Suva Beauty Hydra FX. Das ist dieses mega coole, geile Zeug. Ich sag's euch, ich mag hier gerne die Suva Hydra Liner. Das ist einfach, da kann man so gut mit arbeiten. Und die werden dir auch ewig halten und so. Und es macht einfach Freude. Und da habe ich hier halt so ein Pöttchen. Und da brauche ich einfach nur ein bisschen Wasser, Fixing Spray, was auch immer. Das gebe ich mir einfach easy peasy in den Deckel hier rein. So, und dann kann man damit malen wie Wassermalfarben. Ich habe natürlich halt so einen Pinsel von Suva Beauty schon, weil ich habe die Hydra FX oder die, doch heißen die doch so, oder? Paletten schon. Den ziehe ich mir jetzt ganz, ganz verrückt, Leute, hier innen einmal hoch. Das sieht sehr, sehr geil aus, finde ich. Ein bisschen schwieriger ist es hiermit zu arbeiten, weil es schneller eintrocknet als mit den Paletten, aber es funktioniert. Und ich möchte mir das so ein bisschen halt quasi, also da eine freie Stelle in der Mitte lassen, ne? Bisschen so außen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da die Linie ziehen möchte, aber irgendwas möchte ich außen auch damit machen. Ich weiß noch nicht genau, was das werden soll, aber ich habe das jetzt erstmal so gemacht mit einer Lücke dazwischen. Denn ich habe dabei Instagram irgendeinen Look gesehen, den ich eigentlich ganz cool fand. Jetzt verwende ich den Denisa Myrix, diese Chrome Flakes. In dieser Pride Edition habe ich die, ne? Pride Infinite Chrome Flakes, genau, das sind einmal diese hier. Die waren auch in der Pride Mystery Box drin und die möchte ich jetzt auch ganz gerne auf mein Auge bringen. Das könnte jetzt eine Riesenschmiererei werden, könnte aber auch richtig geil werden. Wir sehen hier, dass wir da auch echt also einen Schimmer drin haben. Also das ist der Wahnsinn, ne? In allen möglichen Tönen. Man kann sich das pur aufs Auge geben. Man kann sich das aber auch, und das werde ich jetzt einfach mal versuchen, mit diesem Pinsel vielleicht auftragen. Mal gucken. Und dann so Eyeliner-mäßig. Mal gucken, wie das aussieht. Mal gucken. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Heißt, ich fange einfach hier an, setze mir das hier so nach und nach hin. Wir haben hier halt richtige Flakes und nicht einfach so ein Schimmergedönsen, sodass man das halt wirklich wie so mit so einem Löffel mit dem Pinsel auch aufnehmen kann. Und dann langsam und vorsichtig aufs Auge gibt. Ich weiß nicht, ob Claudis Welt 15 auch gerade noch auf Suva Beauty und auf Denisa Myrix gilt. Ich glaube schon, dass es im Juli auch verlängert worden ist. Deswegen schaut gerne mal bei Purish vorbei, falls ihr Interesse an den Produkten habt. Ne? Könnt ihr nämlich dort sehr gerne mit 15% Rabatt nachshoppen. Ich dachte, als Verbindung zwischen diesen beiden Suva-Strichen würde das gut aussehen, aber es sieht gar nicht mal so geil aus. Dafür finde ich aber das mit dem Eyeliner ziemlich geil. Das hatte mir nämlich jemand unter mein Video kommentiert, als ich die Pride Mystery Box ausgepackt habe. So als Tipp, falls man sich nicht traut, halt das komplett aufs Auge zu geben, dass man das doch einfach als Eyeliner nehmen könnte. Kleiner Hack zwischendurch, falls ihr patzen solltet bei den Chrome Flakes, sodass euch zum Beispiel diese Verbindung nicht gefällt oder ihr den Wing ein bisschen zu falsch gezogen habt, einfach mit, also trocknen lassen, ne? Und dann mit einem Spoolie könnt ihr das so ein bisschen wegbürsten. Ist ganz einfach. Ein bisschen crazy, aber ich finde es irgendwie ganz witzig. Ich hatte jetzt auch noch einen Eyeliner, wem das jetzt, ne, wer jetzt hier unten zum Beispiel noch so einen Abschluss haben möchte oder so. Von Josephine Cosmetics hatten wir hier einen mit drin und zwar in der Glossy Box Abstraction Box. Das ist ein Filz-Eyeliner. Aber das macht er ganz gut. Kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Jetzt schaue ich mal, wie das bei der anderen Seite funktioniert. Also ich habe es halt wirklich, wenn ich gerade in den Spiegel schaue, ab Iris, ne, so ganz leicht am Wimpernkranz aufgegeben und dann auch eine dünne Linie hier nach außen unter dem Chrome Flake Gedönsen gezogen. Man kann das theoretisch so lassen. Ich habe mir jetzt aber dann doch gedacht, dass ich vielleicht noch ein bisschen was aus der Daring Nude Palette verwenden möchte. So ein ganz, ganz kleines bisschen. Und zwar setze ich mir dann mit diesem Pflaumeton, das ist, ne, ja, Aubergine, Aubergine-Pflaume und so einem Eyeliner-Pinsel ist es ja eigentlich, einen dezenten Schatten direkt
unter der Suva Beauty Linie. Schaut mal, ich finde, das macht was her. Ne? Schon, oder? Ja, und das, was ich da auf Instagram gesehen habe, war halt, dass sie dann quasi hier noch so ein Highlight gesetzt haben, damit das Auge halt irgendwie nochmal optisch geöffnet wird. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, weil natürlich dieser Liner schon so heftig ist. Aber gut, wir versuchen es einfach mal. Ich habe hier ja so einen Goldton drin, so einen Schimmergoldton, ne? Und den nehme ich jetzt einfach mal mit dem Finger auf und setze den halt so wirklich dazwischen dann. Mal gucken, ob das was wird. So, als würde von oben hier so die Sonne reinscheinen. Ja, manchmal habe ich es auch, ne? Und dann da quasi das Licht reinwerfen. Ja, sieht wo aus, aber hat jetzt nicht so den Ultra-Effekt. Und dann nehme ich mir den Ton, der daneben ist. Das ist ja so ein Hellgold-Champagner. Nehme ich mit dem kleinen Finger auf und setze dann da nochmal so ein punktuelles Highlight nochmal genau in der Mitte. Ja, das macht schon was, ne? Also das ist jetzt wirklich mal ausprobieren, künstlerischer Look und so. Also ich werde den Look heute auch so tragen, ne? Da bin ich ja entspannt, weil ich damit ja auch nicht ins Büro gehe oder so. Aber ich kann damit einkaufen gehen, ne? Easy peasy Sonnenschein. Vielleicht kommt eine Freundin kurz vorbei, um meine liebe Sandra, um für ihren Igel den Auslauf abzuholen, weil Irmgard ist jetzt ja schon Flügge und ich brauche den Auslauf nicht mehr und sie ist ja im Tierschutz und da werden halt immer wieder Igel ausgewildert und das kann sie halt gut gebrauchen. Ich habe jetzt hier zwei Fixing Sprays, aber ich glaube, ich nehme jetzt das Sassy Beauty, weil ich habe jetzt hier auch noch von Pixie das Make-up Fixing Mist. Das war in der Pink Box drin und von Sassy Beauty habe ich das Fixing Spray aus der InStyle Box, also. Wobei, aus der InStyle-Box haben wir ja schon was verwendet, ne? Den Primer. Und das heißt, nö, dann nehme ich jetzt hier von Pixie bei Petra das Fixing Spray. Und schauen wir mal. Huch! Riecht angenehm, ist aber sehr intensiv. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und das buffere ich mir mit dem Schwämmchen mal ein bisschen ein. Ja, ne? Hat jetzt hoffentlich alles soweit so gut fixiert. Ich gehe jetzt weiter zur Mascara. Da habe ich von Note die Long Lash Mascara mit Vitamin E, was das schöner als Vitamin ist. Und die hatten wir in der Glossy Box drin enthalten. So schaut sie aus. Also so matt schwarz ist die Verpackung. Und dann gucken wir mal, was die so drauf hat. Was haben wir denn für ein Bürstchen? Oh ja, das war ja so witzig, ne? So ein Gummibürstchen, was ja doch eine interessante Form hat. Also so unterschiedlich große Kreise. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara, ja, hat es jetzt auch ein bisschen schwer, ne? Bei dem Look geht die Mascara natürlich voll unter. Ich finde sie jetzt aber auch nicht so geil, muss ich gestehen. Naja, auf jeden Fall ist das hier jetzt so der Augenlook. Ich sehe auf jeden Fall, dass ich den Suva Liner etwas zu dick aufgetragen habe, weswegen der auch ein bisschen krümelig wirkt. Und dass ich ein Augenbrauen- und Inner Corner Highlight vergessen habe. Wie konnte ich nur? Das werde ich natürlich gleich nachholen. Ja, ne? Genau, das mache ich. Ich hätte jetzt die Wahl zwischen vier verschiedenen Lippenprodukten, aber ich muss gestehen, dass ich eigentlich eins ganz besonders verwenden will und das auch tun werde. Und zwar verwende ich gleich dieses Kylie Lip Kit, klar. Die drei Schätzeleins habe ich in anderen Boxen drin gehabt. Dieser L'Oreal Stand Up Lippenstift in so einem mega geilen, wirklich wunderschönen Orangeton war in der Goodie Bag für die Glow Nummer 163, Orange Magique ist da die Farbbezeichnung, finde ich wirklich schön. Von Love den Lip Maximizer in der Farbe Pink Heaven hatten wir in der Mystery Box mit Purish. Und in der Blissim Deutschland Box hatten wir hier den Pompon Lippenstift, der auch sehr, sehr schön ist. Also ein schöner, nudefarbener, matter Ton. Aber ich möchte unbedingt das Lip Kit von Kylie Cosmetics verwenden. Das in der Insta-Box drin war, ist in der Farbe 808 Kylie Matt. Denn ich habe noch nie ein Kylie Lip irgendwas ausprobiert. Und das ist jetzt mein erstes Mal und das machen wir mal zusammen. Zuallererst verwende ich den Lip Liner. Ein super schöner, weicher Lip Liner, der in einem bräunlichen Ton ist. Aber der Liquid Lipstick ist ja in so einem Pink. Also sehr, sehr witzig, obwohl die Farbbezeichnung bei beiden gleich ist. Soll gut zusammengehören. So, ich bin nicht mehr allein in diesem Raum. Sammy ist da und meine Freundin Sandra ist auch gerade eingetroffen. Nihi!
Ich habe keine Ahnung, das Licht hat sich gerade irgendwie verabschiedet. Sieht auch gerade ein bisschen merkwürdig aus. Keine Ahnung, wir kriegen das hin. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt das Lip Kit drauf gemacht und ich muss leider sagen, dass ich diesen Liquid Lipstick nicht mag, weil das super, 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 super trocken ist. Meine Lippen fühlen sich an wie die Wüste Gobi selbst. Das ist super unangenehm. Deswegen, also ich bleibe definitiv bei regulären Lipglossen und Lippenstiften. Liquid Lipstick ist da echt nicht so ganz meine Welt. Jetzt habe ich aus Freshosaurus gerade erst auch von Helene Fischer dieses Parfum rausgenommen. Das lege ich jetzt nochmal kurz auf, um hier auch ein bisschen rumzudüfteln. Ne? Viel hilft viel, wie immer. Das soll man nicht machen. Ich mache das trotzdem, denn ich bin ein Rebell. Und ja, das ist ein schöner Duft, muss ich wirklich sagen. Also der ist sehr intensiv, aber ich mag den gerne leiden. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke euch alles, wie gesagt, was ich finden kann in der Infobox. Und das war es jetzt auch hier von mir und meinem Full-Face Beauty Boxen für den Monat Juni. Ich muss sagen, dieser Monat war sehr experimentell, denn wir hatten super viele unterschiedliche Produkte in krassen Farben. Aber gut, es war ja auch der Pride Month, ne? Mir hat es richtig gut gefallen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkvideos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!